Wir grüßen euch aus dem Washington Park Arboretum. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Wir haben uns gerade ein paar Mal geübt. Ein schwieriges Wort und ungewöhnliches Wort. Es ist quasi ein botanischer Garten. Aber anstatt viele kleine Pflänzchen sind es halt eher die Bäume, die hier hervorgehoben werden. Unterschiedlicher Art und Herkunft. Und genau, den Vormittag haben wir eher damit verbracht, dass ich irgendwie versucht habe, die Kinder bei Laune zu halten und Torben nochmal zum Arzt, weil der Husten doch irgendwie über Nacht schlimmer geworden ist, vor allem schmerzhafter. Und wir dann gesagt haben, okay, der Flug ist ja auch nicht in allzu weiter Ferne und da wäre schon gut, wenn man soweit fit ist, und verschleppen will man auch nichts. Wir hatten das ja schon in der letzten Reise mit der Bronchitis, die Torben hatte, und das wollten wir dann nun vermeiden, und daher hat Torben dann nochmal geguckt, dass er nochmal zu einem anderen Arzt kommt, und genau, bevor wir da irgendwie im Wartezimmer alle hocken oder im Auto warten müssen, was ja immer nicht so dolle ist mit Kindern, bin ich dann zu Hause geblieben, beziehungsweise habe mich dann auf den Weg gemacht, dass wir ein bisschen durch die Gegend gelaufen sind, haben uns hier und da ein bisschen umgeguckt und waren noch auf dem Spielplatz, was soweit ganz gut geklappt hat. Und Torben wurde dann auch gut versorgt und nochmal untersucht und hat dann nochmal was bekommen für den Husten. Schlimmes konnte aber zum Glück ausgeschlossen werden. Und genauso geht man jetzt mit gutem Gewissen daran und genau hofft, dass die Medikamente ihr letztes dann noch geben, dass Torben dann auch wieder ganz gesund wird. Und das hoffen wir natürlich auch für den Rest von uns. Genau. Und dann haben wir jetzt halt noch in der Unterkunft ein bisschen, wussten nicht so genau, ob wir nochmal los wollen oder nicht. Aber da dann langsam uns doch allen die Decke so ein bisschen auf den Kopf gefallen ist, haben wir gedacht, nee, komm, eigentlich war heute ja Downtown geplant. Das war uns dann aber doch ein bisschen zu viel. Und deswegen sind wir dann jetzt hier in diesem Park. Es ist irgendwie kurz vor 4, also nachmittags, geht auch von der Uhrzeit noch. Das Wetter hat sich auch gebessert, es war heute Morgen noch ein bisschen frischer. Aber es ist total schön sonnig. Und genau, jetzt gucken wir uns hier ein bisschen um. Haben uns hier eine grobe Route rausgesucht. Es gibt hier noch einen extra japanischen Garten. Dafür muss man allerdings Eintritt zahlen. Keine Ahnung wie viel, aber wie gesagt, so sehr lohnt sich es, glaube ich, jetzt dann doch nicht. Und genau, jetzt gucken wir uns, wie gesagt, hier ein bisschen um und entscheiden dann heute Abend, beziehungsweise wahrscheinlich auch jeden Tag neu, je nachdem, wie das Befinden ist, was wir so machen werden. Ein bisschen was steht ja eigentlich noch auf unserer Liste, was wir gerne sehen wollen. Und genau, das soweit erstmal als kleines Update von uns. Und genau, jetzt geht's erstmal weiter hier. Ja, mal ein paar Töne von mir, wo das gerade um mich herum etwas leise ist. Das Arboretum war auf jeden Fall ein schöner Spaziergang, würde ich sagen, um nochmal rauszukommen. Auch da eine ruhige Möglichkeit, unterwegs zu sein. Ich hoffe, ihr versteht mich. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen hinüber und lange sprechen ist bei mir auch nicht. Deswegen halte ich mich jetzt auch ganz kurz.
Genau, der Große ist dann eingeschlafen auf dem Weg dorthin und hat ja sein Nickerchen noch gemacht. Wir sind dann da lang spaziert. Die Kleine hat auch in der Trage geschlafen. Und da, wo wir umgedreht haben oder umkehren wollten, wir zurückgehen, da ist er noch wach geworden, der Große. Passt ja ganz gut, hat einfach mal noch ein bisschen sich ausruhen können. Und dann haben wir da noch einen Stopp auf dem Spielplatz gemacht. Das haben wir noch mal ein bisschen genutzt, um uns auch zu bewegen. Ebenfalls wenig los, also für ihn gerade richtig. Hier ist Großbetrieb. Haben wir im Friedhof. Und nicht weit davon entfernt, irgendwie 6 Fahrminuten, liegt ja, muss ich gucken, da oben die Grabstätte von Bruce Lee. Das habe ich tatsächlich gar nicht vorher gewusst. Und eher gesehen bei meiner Kartenrecherche, was es hier entsprechendes vielleicht Interessantes gibt, wo man Sachen auch kombinieren könnte. Und ich dachte, ich halte hier mal an, das hätte ich gerne irgendwie einmal gesehen persönlich. Genau, und jetzt ist es auch irgendwie was gleich 5:30. Machen wir uns wieder zurück zur Unterkunft und werden dann auch nur noch Abendessen und quasi 2 Pläne schmieden für die nächsten Tage. Der eine Plan ist quasi Downtown, Innenstadt ein bisschen abzuklappern. Ist auch nicht zu viel, daher können wir ganz entspannt morgen starten. Und das andere wäre eigentlich nochmal ein Tagesausflug zum Mount Rainier. Lohnt sich halt auch am besten halt bei richtig gutem Wetter, wo der Berg nicht versteckt ist. Da war nochmal ein Pluspunkt unserer Unterkunft, die Dachterrasse oben mit Blick auf den Mount Rainier. Das heißt, wir können morgen direkt schon sehen, wie der aktuelle Stand ist. Und dann ja vielleicht mit der Wettervorhersage ausgehen, wie das sich über den Tag noch verhält. Aber dafür müssen wir da für Mount Rainier noch ein paar Sachen raussuchen, wo wir da hin können, das nicht allzu lange ist. Und ich gehe zurück zum Auto. Ich musste hier einen Umweg laufen. Wahrscheinlich hätte man hier auch reinfahren können. Genau, und das war's für heute. Bis dann.
Moin. So, wir hatten jetzt ein paar ruhigere Tage. Und das lag daran, dass ich auch leider gestern nochmal zum Krankenhaus musste. Ich hatte in der Nacht etwas mehr Schmerzen auf dem Ohr und bin dann um 5 Uhr mit der Entscheidung auf und zu Vivi runter und habe gesagt, das geht nicht mehr, ich müsste mal irgendwie los. Und lange Geschichte, kurzes Ergebnis, Mittelohrentzündung. Habe dafür Antibiotika jetzt nochmal verschrieben bekommen und konnte mich gestern dann den Tag über erstmal nur ausruhen. Das war natürlich jetzt nicht so ganz geplant, unsere Woche hier mit den ganzen Aufenthalten beim Arzt und bei dem Krankenhaus. Es ist heute schon ein bisschen besser nach 24 Stunden. Das hatten wir auch gehofft. Ich habe entsprechende Schmerzmittel bekommen und zu dem Antibiotika. Und jetzt haben wir uns aber gedacht, wir wollen trotzdem noch nach Downtown Seattle. Und heute ist ja eigentlich unser letzter Tag, wo wir schon wieder raus müssen von dem House-Sitting. Allerdings kommen die von unserem House-Sitting erst abends 21 Uhr wieder zurück. Und deswegen haben wir gedacht, wir können auch den ganzen Tag noch nutzen und sind hier jetzt nochmal reingefahren. Wir sind hier am Pike's Place Market. Wir wollen uns jetzt hier ein bisschen umschauen bei dem Markt und dann nochmal auch zum Richtung Space Needle gehen und alles, was wir halt zwischendurch durchsehen. Und auch nochmal bei dem ältesten Starbucks anhalten, dem ersten Starbucks, den es halt gab. Und vielleicht mal eine Tasse von dort ergattern oder wie auch immer. Mal schauen, wie das so wird. Und ob wir jetzt Space Needle rauffahren oder nicht, müssen wir dann einfach mal sehen. Genau, wir sind ja vielleicht alle hier nicht gerade so die gesündesten. Allerdings ist jetzt soweit fit, dass wir gesagt haben, auch mal zumindest raus an die frische Luft. War auch nur eine Viertelstunde Fahrweg, also ist das nicht allzu weit gewesen. Und genau, nach unserem Tag dann bei Mount Rainier war, wie gesagt, sonst erstmal nicht viel. Und heute für den Freitag, unser ganzen letzten Tag, morgen ist Abreisetag. Laut Arzt ist das auch kein Problem, bin ich Antibiotika und den ganzen Kram nicht mehr abreißen zu können. Aber dazu erzähle ich euch sonst einfach heute Abend mehr. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal los, denn wir sind schon alle ganz gespannt. Bis später.
Wir sind jetzt hier am Seattle Airport. Es ist jetzt irgendwas bei 14:30 und wir haben auf jeden Fall noch Zeit bis zu unserem Abflug. Gesundheitlich sind wir jetzt einigermaßen, sag ich mal, wieder, so, wieder auf dem Damm, dass wir auf jeden Fall weiterfliegen können, wenn auch noch nicht super fit. Und genau, haben jetzt hier unser Gepäck, machen uns jetzt auf den Weg zum Warten, würde ich jetzt erstmal sagen, weil noch können wir das Gepäck nämlich nicht abgeben. Ansonsten, wir hatten ja den gestrigen Tag noch in der Innenstadt verbracht von Seattle. Nicht mit allen Sehenswürdigkeiten, die Vivi gerne gesehen hätte, aber immerhin haben wir überhaupt noch was gesehen. Und sind dann halt am selben Abend ja auch noch wieder aus diesem House-Sitting raus. Hatten jetzt eine Nacht im Hotel. Im Hotel haben wir auch entsprechend morgens direkt wieder ausgecheckt. Frühstück war mehr als spärlich, war auch nur bis 9. Wir waren um 8:30 dann da und das war quasi schon alles gleich alle. Und sind dann halt von da aus jetzt nochmal in eine Westfield Mall gefahren. Und von der Westfield Mall aus haben wir uns noch ein bisschen aufgehalten mit einem kleinen Spielplatz, bevor wir dann anschließend jetzt gesagt haben, wir machen uns auf den Weg zum Flughafen, wir müssen ja noch den Mietwagen abgeben, das vielleicht nochmal mit diesem ein Problemchen, was wir bei der Abholung hatten, klären. Das hat sich aber alles klären lassen. Und dann wollen wir jetzt auch in Ruhe hier beim Airport wieder quasi Zeit verbringen können mit Gepäck abgeben und allem drum und dran, ohne dass wir zu sehr in Stress verfallen. Ich folge Vivi mal einfach, ich weiß wo lang. Und genau, jetzt sind wir hier im Airport. Unsere Woche in Seattle war also sehr geprägt mit Krankheitstagen, Arztbesuchen, Krankenhausbesuch. Nichtsdestotrotz haben wir ein bisschen was erlebt und sind, glaube ich, jetzt ganz froh, wenn wir uns auf den Weiterweg machen können. In Florida erwartet uns ein Besuch bei einer Freundin, wo wir dort auch übernachten dürfen, bevor sie dann wieder mit ihrem Mann quasi abreist nach woanders hin, Colorado, genau. Und genau, wir haben dann quasi die restlichen Zeit dort in Florida noch für uns. Wir haben auch dort wieder einen Mietwagen, wir werden in Miami ankommen. So, ich muss hier noch mal kurz wieder raus. Jetzt passt das hier alles nicht. Worker. Genau. Wieder rein. Und dann müssen wir mal warten, bis der nächste Fahrstuhl kommt. Genau, und deswegen fliegen wir jetzt heute Abend 22:30 wieder los. Haben dann einen Nachtflug, kommen morgens irgendwann um 7 Uhr an, 7, 8 Uhr. Und müssen dann noch ein bisschen warten, bis wir den Mietwagen bekommen, bevor wir dann mit dem Mietwagen Richtung Coral Gables fahren. Und schauen einfach mal, was wir jetzt hier noch für ein Flughafenprogramm haben. Cape Coral, genau. Daher würde ich sagen, ich mache jetzt hier erstmal aus und wir fahren jetzt in dem Fahrstuhl endlich weiter.